Jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren. Die Inflation ist jetzt auch mit Wucht in Deutschland angekommen. Es hat angefangen, vor allem in den USA. Jetzt sehen wir massive Preissteigerungsraten. Und was das bedeutet, das will ich in diesem Video kurz skizzieren. Nur vorab, die Deutsche Bundesbank, die war noch nie so tot wie heute, denn die EZB, die wird nichts tun können, um diese Inflation zu bekämpfen. Vielmehr hält sie an ihrer ultralaxen Geldpolitik fest, und da bin ich mal gespannt, welche Auswirkungen das haben wird. Schauen wir uns zunächst mal die Verbraucherpreise aus Deutschland, die heute veröffentlicht worden sind, an mit 3,8% net slash. Das ist leicht über dem Inflationsziel, das Notenbanken normalerweise haben. Das liegt so an und um bei 2%, eigentlich ein bisschen drunter. Wir sind also knapp drüber, und es wird sich in den nächsten Monaten daran wahrscheinlich nicht wirklich viel ändern, denn hier sehen wir die Verbraucherpreisentwicklung der letzten Monate, respektive seit dem Vorjahresmonat. Und wir sehen, bis Ende des Jahres 2020 sind die Preise aufgrund der Corona-Krise gefallen. Und jetzt wird also bis Ende des Jahres der Basiseffekt, also der Vergleich zum Vorjahresmonat, immer wieder durchschlagen, sodass wir möglicherweise 4, 5, im Worst Case vielleicht sogar 6% Inflation sehen werden. Und das ist dann schon mal eine Hausnummer. Schauen wir uns mal kurz an, was da so viel teurer geworden ist. Wir sehen Gesamtindex 3,8%. Waren haben sich verteuert, 5,4%. Ich habe den Juli 21 hier so ein bisschen hervorgehoben gegenüber den letzten Monaten. Waren waren vor einem Monat nur um 3,1% zum Vorjahresmonat gestiegen. Wir sehen, dass Energie weiter der Kostentreiber ist mit 11,6%, CO2-Steuer etc. Wir sehen, dass Nahrungsmittel jetzt massiv angezogen haben im Vorjahresmonat oder in den Vorjahresmonaten stets unter 2%, jetzt 4,3%. Wir sehen, dass Dienstleistungen teurer werden, nicht ganz so krass, und Mieten, naja, die bleiben relativ konstant. Das ist dann ein schlechtes Verhältnis zwischen Hauskäufern und Mietern, dazu auch gleich mehr. Jetzt haben wir aber mal folgende Konsequenzen. Was bedeutet das? Wenn wir eine Inflation haben von 3,8%, dann machen Sie ein Minus auf Ihrem Girokonto, auf Ihrem Tagesgeldkonto oder auf dem Sparbuch eben von minus 3,8%, und wenn es ganz dumm läuft, bis 4,3%, weil sie Negativzinsen zahlen. Also wer Geld auf dem Konto hat, der wird ärmer faktisch, der hat zumindest Verluste, Kaufkraftverluste. Wenn eine Bundesanleihe hatte, der machte minus 4%. Auch wer Gold hat, das ja nicht verzinst ist, minus 3,8%. Gut, wenn Gold steigt, das gilt auch für Bitcoin, dann wäre das besser. Wer eine Lebensversicherung hat, eine neue vor Gebühren, macht ein Minus von 2,9%. Und wer im DAX investiert ist und auf Dividendenrenditen hofft, der macht immer noch ein Minus von 1%. Also da sieht man, wie die Dinge jetzt so ein bisschen kritisch werden. Negative Dividendenrendite, negative Vorzeichen überall. Aber da sehen wir Madame Lagarde, die gesagt hat, Markets can test us as much as they want. And they want to test you, but die SEB wird da nichts machen, rien. Und so kommt es, dass wir hier eigentlich komplett gegen den Vertrag von Maastricht verstoßen, jenen Vertrag aus den späten 1980er Jahren. Und das sage ich ja mal den Jüngeren, gell, der so ein bisschen die Voraussetzung für den Euro geschaffen hat, für die Europäische Union. Da heißt es, das Ziel der EZB, und deswegen haben sich die Deutschen damals darauf eingelassen, ihre Atombombe abzugeben, nämlich die D-Mark und die Bundesbank, das ist die Preisstabilität. Preisstabilität, gut, jetzt sagen andere Notenbanken auch, Preisstabilität ist alles bis 2%, jetzt sind wir aber leicht drüber, aber Preisstabilität müsste ja eigentlich bedeuten 0, denn stabile Preise sind stabil, ändern sich also nicht, würden also bei 0 liegen. Aber jetzt sind wir da eigentlich schon sehr weit entfernt, und die EZB tut alles andere, als diese Inflation zu bekämpfen, sondern befeuert sie noch mit dieser ultralaxen Geldpolitik, QI-Anleihekäufe, Negativzinsen nicht, Sie wissen Bescheid. Jetzt sehen wir hier eine Grafik von Flossbach von Storch, dem Vermögensverwalter, und wir sehen die Märkte. Und das ist die Headline hier, erwarten bis ins Jahr 2026 nicht, dass die Zinssätze irgendwann nochmal positiv werden. Jetzt haben wir aber Inflation auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Euribor Futures, die Grundlage für Hypotheken sind, für Sparbuchzinsen etc., dass die weiter negativ bleiben dürften. Es nähert sich dann der Nullerlinie von unten, aber bis 2026 so die Euro
Euribor Dezember 2023 Futures dürfte sich da nichts tun. Also die EZB wird nicht handeln können, wollen oder dürfen. Doch, dürfen vielleicht schon, aber sie macht es nicht. Und das bedeutet, wir sind dieser Inflation letztendlich schutzlos ausgesetzt, weil es keine Zinsanhebungen geben kann, die dann möglicherweise die Inflation nach unten bringen. Das alles verdeutlicht sehr klar die Zwickmühle, in der die Notenbanken derzeit sind. Und so tot, ich hatte es vorhin gesagt, war die Bundesbank noch nie. Also jene deutsche Institution, die immer relativ genau an der Inflationsrate auch ihre Zinsen ausgerichtet hat. Hier sehen wir das bis in die 90er Jahre, den Zinssatz der Bundesbank, ziemlich immer entlang der Inflationsrate. Jetzt schießt die Inflation nach oben. Das letzte Mal, als wir eine Inflation hatten von um und bei 3,8%, wo waren die Zinsen? Die Leitzinsen bei 6%. Meine Eltern haben damals noch ein Haus für, glaube ich, 12 oder 13% in den frühen 70er Jahren finanziert. Das hat sich maximal gerechnet, weil in einer südlichen Großstadt, nämlich in München, da haben sich die Hauspreise ja ein bisschen erhöht seit den 70er Jahren, minimal. Und apropos Hauspreise, hier Thorsten Polleit, der by the way am kommenden Donnerstag bei uns in der nächsten Folge von Boom und Bust zu Gast sein wird, der Thorsten Polleit, ehemaliger Chefexperte der Deutschen Bank. Und der zeigt einmal Hauspreise 12,4% zum Vorjahresmonat gestiegen. Wir sehen also, dass die EZB die Assetpreisinflation weiter nach oben treibt. Aber jetzt greift eben diese Inflation auch auf die Realwirtschaft über. Vorher war sie nur in Aktien und in Immobilien, also in Vermögenspreisen, auch Betriebsvermögen. Jetzt sehen wir, dass hier die Dinge doch ziemlich aus dem Ruder laufen. Das gleiche gilt für die USA, wo jetzt die 15-jährige Mortgage Rate, also die Hypothekenzins, auf den tiefsten Stand ever gefallen ist mit 2,10%. Jerome Powell hat ja gestern gesagt, dass so, wir haben ja noch eine ganz weite Strecke, gell? Ne, da ist ja noch, bis da mal Vollbeschäftigung herrscht, ne, müssen wir noch Billionen drucken, ne? Weil durch das Drucken entstehen Jobs direkt. Geld, das haben sie vielleicht noch nicht verstanden, weil sie da entsprechend nicht so durch und hellsichtig sind wie der Jerome. Aber das sollten sie sich da mal vergegenwärtigen. Jetzt haben wir heute die BIP-Zahlen aus den USA bekommen. Schwächer als erwartet, mit EBIS 6,5%, 8,4 eigentlich erwartet. Okay, trotzdem einer der besten Werte, glaube ich, oder beste Wert seit 2003. However, aber der GDP Price Index, BIP-Deflator genannt, der liegt bei 6%. Das ist der höchste Stand seit den frühen 1980er Jahren. Also wir erleben hier Historisches und gleichzeitig sehen wir Notenbanken, die voll noch Gas geben. Und wenn wir uns mal in die 1970er Jahre zurückversetzen, da gab es, wie bei Corona vielleicht, ja, drei Wellen. Einmal in den 60er Jahren oder wenn wir jetzt diese Inflation der 70er sehen, dann sehen wir, die dritte Welle war die stärkste mit einer Inflation Anfang der 80er Jahre von über 14% net slashed. Und weil dem so ist, weil die Inflation weiter steigt, aber die Renditen der Staatsanleihen nicht tun, sehen wir, dass die realen Interest Rates immer negativer werden. Und das ist gut für Gold. Ich hatte das heute Morgen schon angedeutet. Gold jetzt richtig angezogen, über 1830 Dollar. Kommen wir noch kurz zum Tagesgeschehen, meine Damen und Herren. Robin Hood. Erster Tag an der Börse, noch ist der Preis nicht gefunden, aber die Indikation fing an bei über 40, 42. Eigentlich sollte der IPO-Preis bei 38 liegen, war schon die untere Spanne. Und jetzt geht es immer weiter runter, schon vorbörslich. Und das könnte noch weiter runtergehen, denn die Herrschaften von Robinhood, die haben Ausstiegsoptionen, die können direkt gleich am IPO-Tag verkaufen. Und das könnte noch ein ziemliches Massaker werden, meine Damen und Herren. Vielleicht, ja. Und was haben wir heute noch? Wir haben Amazon-Quartalszahlen. Da bin ich auch mal gespannt, wie die ausfallen. Ab 22 Uhr werden die kommen. Ich werde Ihnen unter das Video mal eine Verlinkung packen zu einer Vorschau auf die Quartalszahlen. Amazon ist ein echter Market Mover, ist die Nummer 3, was Marktkapitalisierung betrifft. Dementsprechend beim S&P 500, dementsprechend wird sich da was tun. Wie gesagt, ich packe den Link unter das Video. Schauen Sie sich das mal an, wie da die Erwartungen sind. Und gucken Sie ab 22 Uhr bei finanzmarktwelt.de rein, wie die Märkte reagieren, wie die Zahlen ausfallen. Ich bin gespannt auf die Reaktion und sage Ihnen jetzt erstmal Servus und Ciao. Die Inflation ist da, gell? Aber wir machen einfach weiter, wir drucken. Ja, es ist das, man lebt nur einmal, gell? Man möchte die Wohlstandsillusion nicht aufgeben, gell? Irgendwann merkt man aber, dass es schwieriger wird. Aber das ist so ein Thema der nächsten Sendung. Ich sage Servus, ciao.